bei Brahms hört man ja sehr oft diese Großzügigkeit in seiner Musik und die Wärme, die Tiefe und auch unglaublich viele tiefe Gefühle generell. Und ich glaube, auch bei diesem Werk ist es so, besonders im zweiten Satz, ich glaube, da ist es schon so eine Art Versöhnung, weil wir in Unisono spielen, den Anfang, das ganze Anfangsthema und dann nochmal am Ende. Und das ist dieses ineinander verschmelzen, sich wiederfinden, das ist auf jeden Fall so. Und natürlich der letzte Satz ist sehr tänzerisch, sehr, sehr viel Freude, sehr viel Freude am Leben und einfach sehr viel Spaß auch und natürlich auch sehr viele rhythmische Stellen auch. Das ist alles schon sehr freundschaftlich geschrieben.